Nachwirkung von Thomas Hirschhorn ist eine Installation oder vielmehr die Inszenierung einer Ruine. In mühsamer Kleinarbeit aufgebaut aus Pappmaché und Klebeband erkennt man einerseits an jeder Ecke die Unechtheit der Ruine, andererseits erscheint sie erschreckend real. Und gerade Letzteres sorgt bei vielen Besuchern hinsichtlich des aktuellen Weltgeschehens für reichlich Gesprächsstoff. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut, dass hier, ich weiß es ja nicht, ich bin ja nicht hier anwesend in Bremen, wenn es hier eine lebhafte Auseinandersetzung gab mit dieser Arbeit oder gibt, das ist ja super, das ist ja schön. Das ist ja genau das, worum es geht in der Kunst. Es geht ja nicht darum, hier Einverständnis zu schaffen. Es geht ja nicht darum, hier eine komfortable Zone aufzubauen. Es geht hier darum, Fragen zu stellen. Die Frage des Heute, der heutigen Welt. Wo lebe ich in meiner Welt? Wo ist meine Position? Was will ich? Es geht darum, sich zu fragen, wie kann ich Eingriff haben in meine Welt? Was geht mich an in der Realität? Und solche Fragen geht es. Und ich denke, dass, wenn das ein Kunstwerk provoziert, ist doch das etwas sehr Positives. Um Fragen wie diese geht es dann auch im Künstlergespräch. Zusammen mit dem Direktor der Kunsthalle, Professor Dr. Grunenberg, lässt Thomas Hirschhorn die zahlreichen kunstinteressierten Besucher an seinen Gedankengängen teilhaben und greift hierbei auch das Thema der Aktualität seiner Installation auf. Ich meine, die Ruine gibt es schon seit Tausenden von Jahren, gibt es Ruinen. Es gibt Ruinen, die wir besuchen heute, nicht? Weil es scheinbar antike oder wertvolle Architekturschätze sind. Also die Ruine ist nicht etwas Aktuelles. Die Ruine ist etwas, was mich ja interessiert, ist genau dieses Element des Nicht-Aktuellen, des Nicht-Zeitlosen, Zeitbegrenzten auch, wie ich sage, Endlosen, aber auch etwas, wo über die Aktualität hinausgeht. Und deshalb interessiert es mich. Aber natürlich interessiert mich auch, wenn man einen Bezug macht zur Aktualität. So will ich ja arbeiten. Ich verstehe meine Arbeit, Kunst darin, eine Arbeit zu machen, wo ich mich mit der Aktualität, mit der Zeit, in der ich lebe, auseinandersetze, aber darüber hinausgebe. Nicht wie ein Journalist, sondern wie ein Künstler, der versucht, Fragen aus den Fragen, die ich habe, herauszuschälen. Und deshalb finde ich die Auseinandersetzung immer sehr positiv. Nach einem interessanten Gespräch zwischen Direktor und Künstler begibt sich Thomas Hirschhorn in den direkten Dialog mit den Zuschauern. In einem intensiven Austausch bemüht sich der Künstler, alle noch offenen Fragen zu seiner Ruineninstallation aus der Welt zu schaffen. Hier zu stellen, ich habe das gemacht, ihr könnt mich fragen, ich stehe dazu, ich versuche zu erklären, was ich wollte, ich versuche zu erklären, wie ich es wollte, wie ich es gemacht habe. Das ist eine politische Frage für mich. Ich finde, der Künstler muss auch heute dazu Frage und Antwort stehen. Das heißt aber nicht, dass er sich in eine Diskussion, verstehen Sie, reinlassen muss. Es geht hier nicht darum, meine Arbeit zu diskutieren. Die ist diskussionslos, meine Arbeit. Nicht? Aber ich kann meine Arbeit, ich kann versuchen, meine Arbeit zu erklären, was ich wollte. Nicht? Das kann ich versuchen, das will ich und deshalb bin ich hier. Was ich heute mitnehme, ist ja, diese Aufmerksamkeit der Zuhörer und diese doch, finde ich, präzisen Fragen zu einzelnen Elementen, die scheinbar in dieser Arbeit, die diese Arbeit ausgelöst hat. Und Fragen, und das nehme ich mit. Das fand ich eine gute Art, so Kunst nicht zu vermitteln, sondern über Kunst zu reden oder versuchen, durch so ein Gespräch quasi meine Probleme, nicht? Meine Probleme als Künstler, eben das Formproblem zum Beispiel oder den Unterschied zwischen Ästhetik und Form, den kann ich mitteilen. Und das kann ich machen. Ich kann quasi Ihnen eine Einsicht geben in meine Probleme, nicht? Und das finde ich fair. Bis zum 17. Januar haben alle Interessierten noch Zeit, der Ruine in der Bremer Kunsthalle einen Besuch abzustatten, um sich selber ein Bild von der aufsehenerregenden Installation des Schweizers zu machen.